Hallo und willkommen in einem neuen Video. Diesmal richtet sich das Video besonders an euch Mädels und Frauen da draußen. Und zwar geht es um folgendes Buch. Kosmobiologische Empfängnisplanung. Die Mondmethode zur Empfängnis und Verhütung. Um euch das einfach noch etwas zu verdeutlichen, was für ein Buch das ist, seht ihr an dieser Stelle den Klappentext eingeblendet. Und nun habt ihr schon mal Eindruck bekommen und der Grund, wieso mir das Buch so an Herzen liegt, ist einfach die Einfachkeit, die dahinter steckt, diese natürliche Verhütungsmethode auch durchzuführen. Wichtig ist, dass ihr, was ihr wissen solltet, dass hier ein Mondkalender dabei ist und ihr den auch wirklich braucht, um das genau planen zu können, weil es sonst nicht funktioniert, da die Abstände genau geregelt sind. Dann braucht ihr noch euer Geburtsdatum zu wissen und könnt, dass wir dir das Ausstatt anlegen und dementsprechend eure fruchtbaren Tage ermitteln. Und das ist einfach die Alternative, die natürlichste Alternative, die es gibt zur Verhütung. Aber es geht noch darum, um den eigenen Rhythmus der Natur etwas besser zu verstehen und wieso besonders mir Frauen mit unserer Periode damit in Verbindung stehen, eben mit dem Mond. Darum empfehle ich einfach jede Frau, das Mädchen, dieses Buch einmal gelesen zu haben. Und wenn das Buch euch dann nicht entspricht oder ihr euch das nicht vorstellen könnt, das dann so umzusetzen, dann lasst es bleiben, dann ist es eure Meinung. Nur im Vorfeld zu sagen, dass es nichts für euch wäre, das finde ich etwas kritisch, da das eigentlich die natürlichste Art und Weise ist. Und dieses Buch hat auch nichts mit Sterilität zu tun. Ist einfach ein biologischer Prozess, der auch wissenschaftlich begründet wurde, wie in dem Buch zumindest beschrieben wurde. Und eigentlich etwas, was sowas von einfach ist, durchzuführen. Ich glaube, ich wiederhole mich auf, aber das ist es eben, diese Einfachkeit, die dahinter steckt. Und wenn man es richtig anwendet, ist es genauso sicher wie jede andere Verhütungsmethode, auch zum Beispiel die Pille, die einfach noch unseren ganzen Hormonhaushalt durcheinander bringt. Und das hier ist eben was Natürliches, denn man rechnet sich im Grunde nur diese Tage aus. Und ich benutze das jetzt schon eine Weile oder errechne mir die Tage schon eine Weile und das funktioniert ganz gut. Und darum verlinke ich euch das Buch auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung, dass ihr euch das mal holen könnt.